Hallo, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, auch für all diejenigen, die neu auf uns aufmerksam geworden sind. Durch den Open Hearts Summit, den Daniel von Wrede so toll organisiert hat. Vielen Dank dafür. Schön, dass ihr hier seid. Manchmal gibt es ja so Situationen im Leben, da ist einem nicht so richtig nach Sitzen auf dem Bänkchen. Da geht es irgendwie schwierig mit der Meditation. Es ist so harzig. Manchmal sind Situationen auch so bedrängend, dass wir auf dem Bänkchen gar nicht zur Ruhe kommen. Das, was mir dann hilft in diesen Situationen, ist, wenn ich aufstehe und gehe und dann so eine Gehmeditation mache. Davon heute mehr. Bei der Gehmeditation verteilen wir den Text unseres Mantras auf unsere Füße. Und mit jedem Schritt, den wir machen, sagen wir dann ein Wort. Also bei mir jetzt das ganz klassische Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Geht dann einfach so, dass wir bei dem ersten Schritt, den wir machen, ich fange meistens mit links an, Herr sagen, mit dem rechten Fuß dann Jesus, links Christus, so immer weiter. Ich mache euch das vor. Also Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. 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 Ich glaube, es ist klar geworden, worum es geht, oder? Das Schöne dabei ist, dass du dann deinen Kopf wirklich wieder freikriegst. Und wenn du auch hier bei uns im Appenzellerland steil bergauf gehen musst, dann führt dich dieses Gehen mit dem Mantra irgendwie auch in so eine Trance, in so einen Flow, sodass dann auch die steilsten Berge nicht mehr wirklich zu steil sind, sondern dass es eigentlich ganz einfach und ganz bequem weitergeht. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Klar, ich würde dir natürlich empfehlen, das nicht immer so laut zu sagen, sonst denken die Leute, was macht der denn da? Also du kannst es auch innerlich sprechen. Aber gerade wenn es so wirklich steil bergauf geht, dann nutze ich die Gelegenheit, dass ich es dann auch wirklich rauslasse und das dann auch lauter spreche. Das ist eine ganz gute Sache. So, jetzt drehe ich mal wieder um. Und jetzt geht es um eine zweite Form, wie du auch eine Gehmeditation machen kannst. Das ist dann eher etwas sehr viel Ruhigeres. Da geht es darum, dass du das Wort nach wie vor innerlich sprichst, in der Kopplung mit deinem Atem und dann ganz behutsam einen Fuß vor den anderen setzt. Ganz langsam, sehr aufmerksam und einfach wahrnehmen, was ist, was sich zeigt. Und du bleibst immer die ganze Zeit im Schutzraum deines Mantras. Wenn du das auf der Straße machst, muss man gut aufpassen auf den Verkehr. Da kommt gerade ein Auto. Ich gehe zur Seite. So kann es gehen. Also, ihr merkt, Meditation heißt auch achtsam sein auf das, was um mich rum passiert. Meditation dann ruhig auch mit offenen Augen, damit du siehst, wo du hingehst, wohin der Weg dich führt. Wenn ich so dieses ganz ruhige, besinnliche Gehen mache, das Meditative, dann lege ich meine beiden Hände auf meinen Bauchnabel als Zentrum, als Fokus, auf den ich mich dann konzentriere. Dann hängen die Hände nicht einfach nur schlapp am Körper oder schwingen wie bei dem anderen Gehen, sondern du hast wirklich den Fokuspunkt, an dem du dich halten kannst. Das war's schon für heute. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesegnet, bis wir uns wiedersehen.